In der letzten Episode. Ja, aber wir brauchen den Pfeil. Wir haben... Ja. Ach, na toll. Das haben sie also eingeführt. Das ist ja wunderschön. Ja. Wunderschön. Hängst du jetzt beide Füße? Ja, Tatsache. So geht's weiter. Und damit herzlich willkommen bei The Long Dark im schleicherbasierten Modus. Ja, wir sind in der Folge 45 und in dem Wolfsberg, in der Wolfsberghütte. Also nun der Berghütte, aber nicht Wolfsberg. Ja, wieder, weil ja unser gutes letzte Mal doch etwas stark geschaukelt und gestrauchelt ist. ja, wir haben was vergessen. Ja, und nicht zu knapp. Wunderschön. Ja, naja. Wir wollten eigentlich auf den Wolfsberg. Das hat da nicht so ganz funktioniert, weil uns und wie soll man das sagen? Der erste Teil des Gebietsnamens uns behindert hat und wir dann auf Pfeilsuche waren und dementsprechend dann etwas beschäftigt waren und dann die Gute anfing zu hinken. Machst du nichts, da kommst du auch nicht drum rum. Da stirbst doch keine zwei Tote. Brauchen wir zwei Nähsets? Ich glaube ja nicht. Deswegen lass mal eins da. Wir haben schon eins da gelassen. Ja, die Kleidung ist ja eigentlich gut. Also ich meine, wenn ich das nach Qualität mache, 82% das Schlimmste. Da reicht auf jeden Fall eines mit 50% aus. Eventuell stoßen wir sowieso noch über mehr. Ja. So, wie sieht's aus? Wir sollten was trinken. Achso, Moment mal. Es ist abends. Ach, ja, okay. Wir haben uns zum Pennen hingehauen, weil, ja, wir nur ein paar Sachen auskuriert haben. Kann das sein? Ja, das kann natürlich sein. Und aus dem Grund haben wir jetzt ein kleines Problemchen. Das nennt sich Fitness. Sehr hervorragend. Und wir haben nichts zu lernen. Doch, wir haben was zu lernen. Wir können sogar 10 Stunden lernen, wenn wir es könnten. Na gut, dann gönn dir mal. Ja, aber erstmal nur die Hälfte, das reicht völlig aus. So. Dann gucken wir, wie weit wir kommen. Ah ja, nicht sehr weit. 3 Stunden. Jetzt ist auch dunkel und wir haben keine Aurora. Kann das sein? Ja. Leider nicht. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob man bei der, in Anführungsstrichen, Helligkeit überhaupt los soll. Ja, daran wird es wahrscheinlich liegen. Okay, gut. Das heißt, was machen wir denn jetzt den ganzen Abend? Oder die Nacht? Ich meine, wir schaffen so 2 Stunden. Das bringt so überhaupt nichts. Gut, dann würde ich sagen, wir trinken erstmal. Weil das immer eine gute Idee ist. Und, ist das jetzt eine Aurora oder nicht? Hm. Ja, okay. Warte mal, was sagt denn die Temperatur hier draußen? 10 Grad. Okay, dann machen wir es jetzt mal so. Wir warten mal und ich würde sagen, wir warten mal 3 Stunden wahrscheinlich schon. Ja, gar kein Problem. Kleidung wird natürlich hier draußen nass. Das ist natürlich etwas unpraktisch. Dann stellen wir uns wenigstens hier in den Gang. Ist das jetzt drin oder draußen? Hm. Ja, also sind wir gerade draußen. Okay. Gut. Wie weit ist man jetzt? Das schaffen wir immer noch nicht. Wir müssen noch weiter warten. Wir sind ja nicht im Interloper. Hier wird man nicht so schnell müde, nur vom Warten. Kleidung? Ja, die wird hier nass draußen. Das ist nicht günstig. Boah, es ist dunkel. Ja, okay. Ich wollte ja eigentlich im Dunkeln los. Das wird so aber nichts. Wir werden... Das sind wahrscheinlich 3 Stunden. Wir schaffen vielleicht 4 Stunden zu schlafen. Das heißt, 60 Kalorien brauchen wir pro Nacht. 240, das ist nochmal die Hälfte davon. Also von der theoretisch nicht angebrochenen die Hälfte. Okay, dann würde ich sagen, dann schlafen wir mal, wie lange wir können. Wahrscheinlich nur 4 Stunden. Okay, es ist zumindest hell. Es schneit allerdings wie Hulle draußen. Es kann sich noch nicht wirklich entscheiden, ob es nicht doch noch zum Blizzard wird. Und da wir noch Kalorien haben, probiere ich da nochmal weiter zu lernen. Es hat für 1 Stunde gereicht. Sehr schön. Jetzt hat der Schnee auch nachgelassen.
Gut, dann würde ich sagen, dann brech mal so langsam mal auf, bevor es noch kritisch wird. So, wie viel Wasser haben wir jetzt dabei? 2 Liter, okay. Kochen wir uns nach, ist kein Problem, ja. Ja, wir haben genügend Holz. Irgendwie schon. Ja, Futter passt immer noch, das ist gar kein Problem. So, so hungry. Ja, sie hat mitgehört. Okay, wir haben unsere 6 Pfeile dabei. Ja, die 2 Sägen haben wir halt dabei wegen den Containern, weil ja eine Sägung halt gleich immer 5% Säge kostet. Das ist ja auch nicht so praktisch. Okay. Ich habe gelesen, da vorne ist der Bär geradeaus. Man sieht ihn kaum. Wie ist eigentlich die Kleidung? Ah, die ist wieder trocken. Ist gut. Trocknet also auch von allein. Ich habe gelesen, dass wenn man einen Bogen trägt, die Wahrscheinlichkeit für Verletzung steigt. Ja. Aus dem Grund lassen wir ihn einfach mal weg. Ich will nur gucken, ob wir dabei haben. Ah ja. Mhm. Ja, nein, 2 ist hier die Waffe. Ja, wir haben ihn dabei. Okay, alles klar. Nee, stecken wir wieder ein. So, ich will mal gucken, ob das tatsächlich so stimmt. Wir haben halt nicht wirklich viele Schmerztabletten dabei. Und ich glaube, Moment, Medizin. T-mäßig haben wir auch noch nichts, von daher, ja. Und dann machen wir das jetzt einfach mal so, wie wir es halt haben. Zur Not müssen wir halt pennen. Sie schnauft? Was schnauft sie denn? Sie ist topfit, wir sind nicht gerannt. Muss man nicht verstehen, wahrscheinlich. Ja, hier sind wir mit dem Wolf kollidiert. Der müsste jetzt da drüben liegen. Wir haben ja nur die Därme und die Haut rausgeholt. Hier waren irgendwo die Schösslinge gewesen. Genau hier. Die haben wir auch schon mitgenommen. Aber ewig macht der Bogen ja auch nicht mit. So, und der Wolf müsste eigentlich hier vorne links irgendwo liegen, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Vorne ist noch ein anderer Wolf. Okay. Da irgendwo müsste er liegen. Da. Okay. Die Frage ist, holt man sich vielleicht noch 1 Kilo mit? Aber wir haben schon 37 Kilo. Nee, das muss reichen. So, okay, der Wolf. Ach, sind 2 Wölfe da unten. Hm. Okay, da müssen wir einen Umweg laufen. Das hilft nichts. Ist natürlich auch das Gewicht, was jetzt mit reinspielt bei dem sich verletzen. Das ist ja auch klar. Ja, und irgendwo ist auch schon der Bär wieder zu hören. Wir müssen, glaube ich, da lang, wo ich gerade hinzeige. Da ist auch ein Frachtcontainer. Gucken wir mal, wo die 2 Wölfe unterwegs sind. Wir können nochmal kartieren. Es war hart an der Grenze. Ein bisschen besser hätte man es treffen können, aber Gott. Da vorne ist noch eine Höhle. Das ist ja interessant. Zeichnen wir die mal ein. Ja, ich denke, wir werden es wahrscheinlich so machen, dass wir die Container durchchecken. Da vorne ist auch noch ein Schössling, okay. Im Hinblick auf Pelze halt. Sehr schön. Schössling ist sogar eingezeichnet. Und es ist wahrscheinlich sogar eine Birke, kann das sein? Ja, Tatsache. Für Pfeile.
Gut, aber momentan haben wir 6, das reicht eigentlich. Wollen Sie jetzt auch nicht übertreiben. Und ja, ich nehme kein Holz mit, auch wenn es hier so verführerisch herumliegt. Widerstehen, widerstehen. Ach du Schande. Stiefel und Wasser. Yep, I could definitely use this. Warte, wie viel hatten wir dabei? 2? Okay, gut, du hast ein bisschen Brand. Waldhöhle. Interessant. Naja, die sind gar nicht so schlecht dabei. Die kann man nicht drauf tun, ist aber schade. Auch nicht auf die Felsen. Naja, gut. Okay. Sonst ist ja nichts. Ja, das sind halt auch immer dieselben Höhlen, naja. Vom Schnitt her. Machst du nix. Gut, dann haben wir die gecheckt. Wir haben zumindest einen halben Liter Wasser bekommen. Das reicht ja auch. Den Scheißling lasse ich jetzt auch erstmal da. So dringend ist es ja noch nicht mit Pfeilen. Sonst schleppt man den halt wieder ewig mit rum. Das ist ja auch nicht so clever. Aber eventuell wollen wir bis zur Höhle rauf. Zur Höhle, ja. Zur offenen Höhle auf dem Gipfel. Mhm. So, was hier oben. Man sieht den Gipfel ein bisschen. Ich hoffe sogar auf YouTube. Okay, oben gibt es Pilze. Okay, sie scheint auch zu schnaufen, wenn man bergauf läuft. Das ist ja interessant. Und falls man das mal irgendwie nicht rauskriegen soll, dass man gerade bergauf läuft wahrscheinlich. Na, guck mal, hier ist das Flügelteil. Achso, wir wollten eigentlich zu dem einen Container. Warte mal. Kommt man auch hier herum? Oh oh. Ja, ich schätze schon. Oh oh. Vielleicht nicht ganz so steil laufen. Da liegt auch ein Hirsch. Okay. Was liegt vor dem Frachtcontainer? Ist das eine Kiste? Ja, ah ja, da liegen ein paar Kisten. Okay, das sollten wir auch alles zeichnen. Flügel. Nur das muss halt drauf haben, weil bisher war noch nicht viel drauf. Krass. Ja, genau, Hirsch. Frachtbehälter. Sehr schön. Violett. Wieso ist es violett? Muss man nicht wissen. Nee, 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 lass mal. Da ist Kaffee und Tee drin, okay. Wie viel ist da eigentlich drin? Echt, sind das nur die 3? Krass. Guckt euch mal die Prozente an. Hervorragend. Sehr Musical. Okay, Kaffee und Tee. Okay, Moment. Das müssen wir ins Journal schreiben. Okay, das ist wieder diese Geschichte. Okay, das ist Wolfsberg. Flügel. Frachtcontainer. Ich nenne es mal FC. Tee und Kaffee. Dass wir das mal festhalten. Ach, jetzt kann man Enter drücken. Das ist ja schön. Haben sie das gefixt wahrscheinlich? Ja, okay. Das haben die wahrscheinlich dann... Das ist ja praktisch. Okay, Moment. Sehr schön. Funktioniert wie auf Papier. Hervorragend. Gut. Wir könnten zumindest mal nach Federn gucken. Eieiei. Ja, der Tag geht rum wie nix. Wir haben schon wieder Mittag. Und doch so viele Federn. Das ist natürlich schon der Hammer.
Cool, dass wir hier vorbeigegangen sind. Na gut, dann halt nicht. Okay, da geht's jetzt durch. Dann sparen wir uns den Gang durch die... Ach, wie heißt es? Echo-Schlucht? Ich glaube, irgend sowas. Was sagt eigentlich die Temperatur gefühlt? 9 Grad. Naja, das ist ja optimal. Was soll's? Toll, in dem Moment, wo ich sage, ich sollte nicht so sehr in der... Ach, juhu. Naja. Am Hang rumlaufen, sondern mehr im Tal. Ja. Damals schon. Gut, damit wird das auch wieder jetzt erstmal nichts mit dem Aufstieg. Doing, doing, doing. Bald wird mir seekrank. Ja, hervorragend. Boah, das kannst du ja nicht angucken. Das ist ja... Boah. Hilfe. So, haben wir das hier eingezeichnet. Hier ja, gibt es ja doch einiges. Moment, wir schauen mal auf die Karte. Ich fürchte ja nicht. Dann machen wir das. Ach, hervorragend. Oder? Warte, dann nehmen wir zumindest mal eine mit. Dann haben wir 24 wieder. Doing, doing. Die Gute sich aber so schnell die Haxen bricht. Naja, gut. Liegt wahrscheinlich... Ne, ist was Geweih. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir halt 38 Kilo auf Rücken haben. Das ist natürlich auch nicht feierlich. Das ist natürlich die Gefahr, vor allem wenn du dann an den ganzen Hängen rumkletterst, natürlich noch umso größer. So, dann wackeln wir mal hier drüber. Vor allem das Problem ist halt, Fuß ist halt immer gleich 4 Stunden. Ich meine, das ist ja schön, wenn man das zum Beispiel das 400-Tage-Ziel anstrebt. Aber, ach Gott. So, dann machen wir von hier noch eine Zeichnung. Ah ja, sehr schön. Gut, den Übergang hat es jetzt nicht eingezeichnet. Macht aber nichts. Scheißling, hat sie den eingezeichnet? Nee, hat sie nicht. Okay, dann lass uns mal da auf den Grat vorwackeln. Einer von 3, 4 Bürgerscheißlingen. Juhu. Als das in den Frachtbehältern so signifikant weniger drin ist, als, sag ich mal, im Reisenden-Modus in der ersten Staffel, das ist ja krass. In der ersten Staffel, weißt du, da haben wir uns einen Wolf geschleppt. Was denn des Wortes natürlich. Ah ja, jetzt ist er drauf. Sehr schön. Und das ganze Zeug runterzubringen. Und hier, da hast du dann 3 Dosen drin. Da eine Packung Kaffee und eine Packung Tee. Naja. Oh, dann ist das halt so. Ich habe das Gefühl, sie läuft sehr unrhythmisch, die Gute. Irgendwie schon. Hagebutten. Dann zeichnen wir die. Also theoretisch Hagebutten, sagen wir es mal so. Dann wären wir ja wenigstens. Ah ja, ist interessant, diese Hagebutten. Huiuiui, wie du die eingezeichnet hast. Dann trinken wir mal was. Ja, trinken. Na, dann wären wir schon ein halbes Kilo wieder leichter. Mit der Holzkohle. Ja, eine Höhle. Die hast du natürlich wieder nicht eingezeichnet, du Hacke. Da ist aber nur Holz und Kohle drin, kann das sein? Jetzt ist sie drin, alles klar. Das sieht doch aus. Ne, das sind Steine. Nur. Die sind so weiß, wenn die hier drin sind. Echt?
Da fällt er. Okay, das Holz nehmen wir jetzt nicht mit, das ist ganz ehrlich. Das ist ja Wahnsinn. Lass mal lieber hier drin. Beziehungsweise. Naja, nee. Ich fange jetzt gar nicht an hier mit Aufräumaktionen und so weiter. Lassen sie einfach drin. Wir werden uns das nicht merken, aber wenn wir mal die Höhle benötigen würden, müssten, was auch immer, ja, dann ist da zumindest Holz drin. Dann ist es bisher auch egal, ob es jetzt drin oder draußen ist. Das nimmst du dann auf. Ja, das, toll, hey. Ah, ich habe meinen Fuß gebrochen. Ach, guck mal. Ich habe meinen Fuß gebrochen, aber den Sprung nehme ich trotzdem noch mit. Ja, wenigstens bist du über den Ast gekommen. Das ist ja schon mal was. Hallo? Ah ja. Mhm. Also dieser Lost, der hat echt viele von diesen Steinhäufchen bekommen. Finde ich ja schon unfair. Ja, da ist der Aufstieg. Da hängt auch ein Seil. Das schaffen wir aber jetzt nicht. Nicht in den nächsten 4 Stunden. So, ja. Junge Mädel, zeig ich dir mal. Gut. So kommen wir doch so langsam zu einer, ich sag mal, Karte. Gut. Und irgendwo kann man doch, ist das da vorne? Irgendwo kann man doch auch von dieser, diese Dreieckshöhle, kann das sein? Hm. Gut, da ja jetzt tatsächlich in den Container anscheinend nicht mehr so wirklich viel drin ist, kann es natürlich sein, dass, wenn wir einen Fellcontainer finden sollten, dann wahrscheinlich auch nur ein oder zwei Felle drin sind. Das ist bei den Reisenden anders gewöhnt. Naja, gut, machst du nix. Ja, und unser Problem ist, ja, rechts unten, sag ich mal. Komm, das schaffst du auch mit gebrochenem Fuß. Verdammt. Naja, gut, dann halt nicht. Muss ja nicht. Hallo? Du hattest doch gerade. Warum nicht hier? Ja, eben. Sag ich doch. Okay, meine Gute. Was hättest du denn gern? Wir müssen 4 Stunden schlafen. Wir brauchen 240 Kalorien. Das heißt im Prinzip ein bisschen mehr als die Hälfte von dem Ding. Ja, das war ziemlich genau. Was auch reicht. Also 4 Stunden. Gute Nacht. Sehr schön. Oh, ist ja schön. Trotzdem 1 Grad. Ja, dann ist das ja kein Problem. Gut, dann würde ich sagen. Und das ist nicht im... Ah, doch, jetzt ist es im Windschatten. Okay. I will die, if I don't get food soon. Das könnte eher unser Problem jetzt sein, Mädel. Würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir den Aufstieg hier rauf. Hervorragend. Oh, das Seil nehmen wir dann. Ja, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Und dann, ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich wünsche euch eine coole Zeit. Bis dahin, macht's gut. Ciao.